Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Obscure 2. Willkommen zu einer nagelneuen Folge, zu der achten Folge. Ich habe nämlich vor 2 Monaten das letzte Mal Obscure 2 Let's Played. Ich kann mich selber kaum noch wirklich dran erinnern, worum es hier jetzt geht. Und ja, viele von euch vergessen anscheinend auch oder wissen das noch nicht mal, dass ich auch noch Schülerin bin. Und dadurch habe ich auch natürlich schon sehr lange gar keine kommentierten Videos mehr hochgeladen, weil einfach die Schule Vorrang hatte. Aber nun denn, nun bin ich auch wieder sozusagen zurück und wir können hier weiter starten mit Cory und Sven. Ach so, und kurze Information nochmal. Und zwar, ich habe den Ingame-Sound runtergestellt, wirklich. Es ist jetzt noch auf 1% oder so. Das heißt für euch, dass es in den Videos die Soundeffekte alles leiser sein müsste eigentlich. Für mich ist es aber leider das Manko, dass ich jetzt gar nichts mehr höre. Das heißt, wenn auch so gruselige Musik oder so kommt, dann weiß ich das nicht. Oder wenn ein Gegner kommt mit, wie gesagt, so gruseligen Soundeffekten, ich höre das einfach grundsätzlich gar nicht mehr. Ich hoffe, das wird uns nicht zu sehr beeinträchtigen und ich hoffe, der Ingame-Sound wird in den Videos nun einfach viel, viel besser sein. Auf jeden Fall, ja Leute, dann gehen wir mal durch diese geheimnisvolle, nicht mehr geheimnisvolle Tür durch. Dum-di-dum-di-dum. We must be below water level. This is the ideal landmark for a lowlife like Kenny. Boah, da haben die jetzt voll Kenny gedisst. Wie kann es jetzt hier weitergehen? Also hier, schauen. Es ist eingestürzt. Wir können da nicht durch. Oh Gott! Na was? Das kann nicht sein. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Da, 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 da. Hey, von wo kommen die eigentlich alle her? Das finde ich ja total ungerecht jetzt hier. Pardon, wegen meiner Stimme. Sag mal, wie viel Leben nehmen die weg? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ey, greif mich nicht. Sag mal, wie viele sind das? Verpisst euch mal alle. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, wie kann man rennen? Ich habe die Steuerung vergessen. Ich bin sowieso gleich tot. Durch die Tür durch. Geh durch die Tür durch, du hässliches Auge. Geh durch die Tür durch. Ey, wie kann man durch Türen durchgehen? Cory ist tot. Entschuldigung, Leute. Ich weiß nicht, ich habe natürlich, man merkt es total, dass ich vor 2 Monaten wirklich das letzte Mal das gezockt habe, weil ich keine Ahnung mehr habe. Wie kann man interagieren mit E, oder? Oh Mann, ey. Nee, das war gerade lustig. Tut mir leid, Leute, dass wir so abgefailt haben. Ich kenne die Steuerung kaum noch auswendig mehr. Oh, wie rennt man? Allgemein, wie rennt man nochmal? Rennen. Hallo, Cory. Sag mal. Rennen tut man einfach so, okay. Schlagen so. Ausrüsten und dann M, nicht wahr? Ja. Ich denke, wir müssten Erste-Hilfe-Set. Und zwar für, wer ist am meisten? Scheiße. Das hätten wir gar nicht benutzen müssen, aber egal. Okay, in der Zwischenzeit haben die beiden wieder mal mit sich selber gelabert. Das sollte uns nicht stören. Denn wir wagen nun einen zweiten Versuch. Ja, bla bla bla. Hier geht es nicht weiter. Wir gehen jetzt hier nach oben. Und interagieren E, F. Ach nee, hier ist es F, oder? Oder E? Drehen F. Achso, öffnen mit Leertaste. Wir hämmern wie die bescheuerten Menschen hier drauf. Leertaste ist es doch, ja. Und okay, jetzt hat sich hier so ein kleines Teil geöffnet. Wir haben nun Armbrustbolzen. Okay. Das gehört zu unserer Ausrüstung. Und dann werden wir nun hier weitergehen. Und ich versuche mal, diese Monster jetzt einfach zu ignorieren, ob das vielleicht funktioniert. Denn hier ist eine Tür. Die Tür ist blockiert. Ja, das ist wunderschön. Dummdi-dummdi-dumm. Ja, Cory, in der Zwischenzeit kannst du da ruhig mit denen weiterkämpfen, denn wir versuchen, sie einfach zu ignorieren und durch die Tür durchzugehen. These things seem pretty dangerous. No way. It'll be as easy as eating pancakes. Ein Kinderspiel? Noch nicht mal Kinderspielen hier, aber auch egal. Und ja, genau, dann haben wir nämlich kaum wirklich Munition verbraucht und
Was ich auch sehr gut finde, die Monster können hier einfach nicht durch die Türen durchkommen. Yeah, Midi-Pack. Überall Knöpfe und Rost. Alles nutzlos jetzt. Ölfässer. Nicht interessant. Sag mal, Ölfässer ist das Interessanteste, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Ich meine, da passt Öl rein. Es ist ein Fach. Es ist eine Pyramide. Nee, Spaß. Ja, Leute. Meine Toastbrotgesellen. Ich weiß jetzt ganz ehrlich nicht, wie wir das überstehen sollten, ohne in Hackfleisch zerhackt zu werden. Okay, nach dem Tag. Come on. Let's take a deep breath and go. Jetzt. Dumm-di-dumm-di-dumm. Yeah! Woohoo. Wir haben es geschafft. Hier kann man hochklettern. Aber er kann nicht klettern. Oder kann er klettern? Nein, das ist Cory. Gut, dann gehen wir jetzt hier nochmal durch. Ganz vorsichtig. Jetzt ist es zum Beispiel langsam. Dann können wir jetzt hier. So. Yeah! Woohoo. Und nun tauschen wir die Charaktere. Und spielen mit Cory weiter. Und versuchen nun natürlich auch dementsprechend mit Cory hier durchzukommen. Ganz ruhig nach dem Takt schon. Jetzt. So, okay. Yeah, spring mit F. Ja, ich sag's doch. Man interagiert hier mit F. Da hinten sehe ich, glaube ich, Schrotflinten-Munition. Oder Shotgun. Ja, ist ja genau das. Schrotflinten-Munition. Thank you all! Gut, und runter mit F. Achso, loslassen mit C. Gut, dann geht es hier weiter, springen mit F. Und wieder ab nach oben. Ich weiß nicht, wohin das nun führen mag. Springen mit F? Man kann nicht springen. Wieso sollten wir springen? Ach so, okay. Ja, dann sehen wir mal, dass Cory ein cleveres Kerlchen ist und einfach drüber klettern kann. Das erfreut unser Toastbrotherzchen zutiefst. Und platscht so. Was haben wir aber hier? Betreten? Ohne Sven gehe ich nicht. Okay. Die Tür ist blockiert. Hier gibt es eine Leiter. Benutzen. Hey, fight you. Get your butt over here, pronto. I'm coming, you little snot rat. Eure Ausdrücke kommen irgendwie auch aus den 80er Jahren. Ich weiß nicht, du Rotzlöffel. Wer sagt das denn noch heutzutage? Ich weiß es auch nicht. Vielleicht eine alte Dame, eine alte Omi, die verzweifelt ist. Und sonst kann man jetzt durch die Tür. Nein, sie ist immer noch blockiert. We're running out of fresh air. Betreten. We need to find welding. Oh, wo kommen wir denn hier an? Kanalisation. Okay, wir spielen Sven. Zeigt mir mal euren Gesundheitsstatus. Ja, recht in Ordnung eigentlich. Greifen. Wetten, das ist hier systematisch aufgezählt worden. We'll take on the world if we need to, but we're going to find Amy. Come on, Sven. It's your turn to get moving now. Bla bla bla, ihr labert mir immer wieder richtig viel nehmen. Wir haben nun Lötwerkzeuge und wow, eine Blendgranate. A Blend Grenade. So, Cory steht mir im Weg. Gibt es nicht dieses Lied, oh Gott, von Bruno Mars, dieses Can't you grenade? Oh Gott, das hasse ich so sehr. Wie kann ich das jetzt nochmal greifen? Ja, das weiß ich selber, dass ich die Tasten benutzen kann. Wir werden uns nun versuchen, hier einen Weg durchzubannen. Greifen. Wenn es geht. Okay, das geht teilweise und teilweise auch nicht. So. Okay. Dann, was werden wir als nächstes machen? Ah, genau. Cory, du gehst da mal bitte raus jetzt, weil sonst sperre ich dich ein. Und das wollen wir irgendwie nicht. Und irgendwie will das jetzt nicht. Ja, denn Cory, weißt du was? Verpiss dich einfach. Komm mal jetzt her. So, Moment. Ich hasse das, dass die Charaktere auch immer alles das macht, was die wollen. So.
Nein, Cory, du gehst jetzt... Oh, Cory. Du alte Sau, du gehst jetzt da nicht mehr hin. Oh, direkt das Falsche. Ja, dann muss ich das anders machen. Dann muss ich's von dieser Seite greifen und nach hinten ziehen. Ja, kann man ja gar nicht. Das heißt, das müssen wir so machen. Dann müssen wir das greifen. Ich möchte uns jetzt nicht irgendwie hier einsperren. Wenn wir das jetzt hier rausschieben. Weiter geht es anscheinend nicht. Und sonst... Ist hier sonst noch irgendwas? Immer die Augen, die Glubschis aufhalten. Ne, irgendwie nicht. Okay, das heißt, wir können das nun wieder hier ranschieben. Okay, oder auch nicht. Wir laufen einfach weiter. Dumm-di-dumm-di-dumm, als wäre nichts gewesen. So, jetzt schwing mal dein Popo. We need to find the others now. They're definitely up there. Ja, wir müssen die anderen finden. So, noch ein Erste-Hilfe-Set. Und könnt ihr euch noch daran erinnern? Hier waren wir doch vorher mit... War das May und... Noch jemanden, oder? Genau, dann mussten wir das hier irgendwie klicken. Mit der Map und der Karte. Oh, warte mal. Rutscht mal ganz kurz, ihr Scheißhaufen. Kann man jetzt hier durch? Achso, nee. Das sah gerade so komisch aus, als wenn das jetzt verfügbar wäre. Da habe ich mich aber nur getäuscht. Genau. So, sonst gibt es hier gar nichts mehr. Das heißt, wir können gleich nach oben. Wie wunderschön, dass diese Charaktere einfach nur mit einem Klick von selber nach oben gehen. Wir können Cory da unten lassen, weil er kommt automatisch, wenn wir durch die Tür gehen, mit. Und ja, hier sind doch eigentlich die anderen, oder? Wenn ich das noch recht in... Nothing. It'll be okay. As soon as these medicines start having an effect. Der Professor is going around the rooms, looking for another entrance. He just left. Mann, ihr seid immer alle so dumm, dass ihr euch immer aufteilen müsst. Warum könnt ihr nicht einfach immer zusammenbleiben? Zusammen würdet ihr viel mehr erreichen. Und ich weiß gerade nicht, wieso ich diese dramatische Pause gemacht habe. Auf jeden Fall haben wir irgendwas eingesammelt. Es sieht aus wie eine richtig fiese Dr. Psych Brille, wollte ich gerade sagen. Ja klar, Spritze. Is Amy still down there? Yeah. She hasn't moved. She'll be okay if we fix the freight elevator controls. Ja, aber wenn wir nur die Aufzugsrinne, bla bla bla. Eine Kontrollkonsole. Damit können wir leider nichts kontrollieren, konsolieren. Wartet mal. Blume? Berühren. Nein, Moment, wir wollen noch nicht berühren. Wir werden erstmal noch ganz kurz was anderes machen. Spieler wechseln. Kann man hier schauen? Die Maschine sieht nicht aus, als würde sie funktionieren. Und sonst... Okay, kann man... Der Fahrstuhl funktioniert nicht. Wir müssen den Strom wieder anstellen. Gut, dann ist es wirklich so, ich werde mal ganz kurz schauen, wie der... Ach, egal. Wie der Gesundheitsstatus eigentlich aussieht. Auf jeden Fall haben wir jetzt so eine... Ach ja, genau, jetzt können wir so eine doppelte Spritzenserum machen, sozusagen. Lötwerkzeuge, wir haben drei Erste-Hilfe-Kästen. Und wir werden an dieser Stelle nun einfach mal berühren. Ja, aber holla die Waldfee, natürlich wollen wir diese Pflanze berühren. Und wir alle im selben Takt einfach nur runterfallen. Das sah ja gerade auch genial aus. Wir werden das auf Nummer 10 sprechen. Genau, so. Okay, Leute, und jetzt werde ich hier einen Cut machen. I'll never get used to this. Spaß. Der war voll unlustig. Nachdem ich so wenig LP habe in der letzten Zeit, werden wir natürlich weiterspielen. Das ist doch hier keine Frage. Wie war das immer mit der rosa-rote Panther? Keine Frage, ich komme wieder. Das Schaltpult. So, schauen. Ich brauche einen Lötkolben für die Reparatur. Welch ein Zufall, dass wir sogar ein paar Lötwerkzeuge dabei haben, weil man die auch einfach so in der Tasche irgendwie hat. Ach so, nee, fuck. Falsche Taste. Mit der Leertaste, ach meine Güte. Und auch hier benutzen. So, dadurch, dass wir das nun benutzt haben, können wir, oder sozusagen, ich weiß nicht, was der Kameramann mit dieser Shannon hat. Auch schon letztens habe ich Shannon gespielt und er hat immer einen Ausschnitt.
die Kameraperspektive reingemacht. Ach du Scheiße, naja, egal. Oh, hier können wir was aufladen. Das habe ich gar nicht gesehen. Oh Mann, das nervt ja total hier. Shannon, du bist so eine richtige Gothic-Lolita. Dich mögen alle jetzt. Oh, hättest du wohl gerne. Okay, ich versuche mal jetzt durch den Fahrstuhl durchzugehen oder mit dem Fahrstuhl zu fahren. Aber jetzt müsste das eigentlich gehen. Amy! Genau. Und nun schauen wir oder sehen wir eine Cutscene. Ach du Scheiße. Holy crap! Shannon, come into my arms so I can tear you apart. Wunderschön ausgedrückt. Over here. Ja, da ist ja der Doktor. I wasn't too gentle with her. Ugh! What did you do to her, you bastard? Somebody please blow his freaking head off. Somebody taught you to respect women, Kenny. Never mind, Shannon. I don't think he understands. He never did. Oh mein Gott. Bitte ist das jetzt kein Bossfight. Ach du Scheiße. Das ist ein Bossfight. Na danke. Nein, fuck. Ach, Scheiße, ich hab... Wie macht man Inventar... Ach ja. Das Inventar öffnet man mit I. Das habe ich jetzt in der Zwischenzeit auch gelernt. Okay, das scheint ein Bossfight zu werden. Ach du Scheiße, ich habe echt keine Ahnung, was wir hier machen müssen. Blendgranate. Ich glaube, mit Nahkampfwaffen ist es ja wohl sehr schlecht bei diesem Typen hier. Ich denke, wir können jetzt auch alles einfach nur restlos verbrauchen. Die Pistole 21 Schuss, die werden wir auf den ersten Platz machen. Dann werden wir nun auch... nein, Moment. Dynamit haben wir nicht mehr. Die Blendgranate ist mit 4. Okay, das muss ich mir nun merken. Und was ist das? Gummigeschosswaffe. Ja, versuchen wir es erstmal mit der Blendgranate. Okay. Blendgranate mit 4, mit 4. Wie zündet man die nochmal an? Ich weiß nicht. So. Jetzt. So, verpiss dich, piss dich. Ah, scheiße, wieso ist der Typ weggegangen? Oh, fuck. Sterb einfach. So, die letzte Blendgranate. Muss jetzt klappen. Accept me as I am, Shannon. Stopp. Okay, was müssen wir jetzt hier machen? Moment, Inventar. Wenn der am Boden liegt, was müssen wir denn machen? Vielleicht auf ihn schießen? Okay, die Blendgranaten haben wir nun weg. Nun werden wir versuchen, mit der Schrotflinte ein bisschen rumzuballern. I'll accept you when you're dead. Nee. Hier gibt es einfach irgendwas und, okay, ich weiß jetzt gar nicht, was wir machen müssen. Moment, hier müssen wir jetzt das wieder machen, oder? Ganz schnell, wir müssen versuchen, dieses Teil auf seinen Kopf zu machen. Dein Arsch wird nicht lebend rauskommen. Gut. Und sonst, schon wieder? That's not true. I'm trying to help you to die. So, ganz oft. Los, wir müssen es schaffen, wir müssen es schaffen. Wir müssen versuchen, genau. Und, haben wir das schon geschafft? Das war der Bossfight. Und Crab tot. In zwei Hälften eingeteilt. Ja, leider war das dein Bruder. Der zu einer so widerlichen Kreatur geworden ist. I can't believe that he chose to become that thing. You've just killed your brother, Shannon. This nightmare is changing all of us. Alles, was einem im Leben passiert, verändert einem. Oh, forgive me. Whee! Okay, Leute, wir haben einen weiteren... Empty. Why do I feel empty? Killing a person has never benefited anyone. Seid ihr fertig mit euren Kaffeeklatsch, Romanzen, Dudelei, Gefühlsduselei? Ja, ich hoffe schon. Wir haben nun einen weiteren Bossfight geschafft, Leute. Oh, das war ja toll. Der war eigentlich total einfach. Also wir mussten einfach nur die ganze Zeit ihn erschießen und mit den Blendgranaten haben wir ihn sozusagen geblendet. Und wenn er immer am Boden unten lag und seinen Kopf auch hängen gelassen hatte, musste man einfach diese Räder drehen und die auf seinen Kopf versuchen zu machen. Gut.
Warum? Boah, ich weiß nicht, was heute mit mir los ist. Ich drück die ganze Zeit voll die falschen Tasten auf der Tastatur, weil ich einfach keine Ahnung habe von der Störung mehr. Und zum Glück haben wir hier jetzt auch nicht so viel Munition und so verbraucht. Jetzt könnten wir aber für dich wieder eine Nahkampfwaffe reinpacken. Und genau, dann würde ich nun sagen, dass das... Hui. Erstmal erkunden wir hier weiter, was es hier sonst noch gibt. Schauen. Hinter dieser Tür verbergen sich schlechte Erinnerungen. Ach so, wie gesagt, dann kommen wir nun von dieser Tür. Ich habe hier eben etwas blinken gesehen. Das nehmen wir uns. Ein Erste-Hilfe-Set. Mal schauen, ob wir jemanden heilen müssen. Heile dein Teammitglied. Oh, das hätte echt nicht sein müssen, aber egal. Und für mich selber bitte. Much better. Und sonst? Hui, kann man hier runtergehen? Boah, wir sind gefangen. Wir sind Ratten in einem Mausrad. Und wie ich es einfach nur liebe, wie... Boah, ey, wie sich immer diese Charaktere demonstrativ vor einen stellt. That'll come in handy. Munition für die Leuchtpistole. Ach du Scheiße, haben wir überhaupt eine Leuchtpistole? Inventar? Noch nicht, aber wir könnten sie vielleicht noch einsammeln. Ich hoffe, wir haben sie in diesem Szenario nicht übersehen, weil sonst hätten wir richtige Arschkarten. Und das wäre nicht von Vorteil. Sonst, wie geht es hier weiter? Oh oh, eine Brücke. Die sieht nicht sehr gut aus. Auf jeden Fall werden wir zurückgehen und speichern. So, berühren. Möchtest du diese Blume wirklich berühren? Berühren. Und alle... Nein, diesmal waren sie nicht synchron, sondern asynchron. Das ist ja auch mal eine spannende Abwechslung. Und wir speichern auf... Amy braucht Hilfe auf Nummer 10. Erfolgreich gespeichert. Woohoo! This flower is weird. Diese Blume ist schon seit dem Anfang sonderbar. Shannon, aber auch egal. Na gut, Leute, dann werde ich hier einen ganz kurzen Cut machen. Wir werden uns gleich wiedersehen. Bis gleich.